Und damit willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ja, im letzten Part sollten wir uns mit dem Kuhn treffen. Und wir haben ein neues Passwort, okay. Hole. Hol. Scrambled. Scrambles. Schnell. Schnell. So. Wir Nein, brauchen einen nein, neuen. nein. Wir können den Super Craig-Film nicht vor der Humankind-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super Craig im zweiten Coon & Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer, das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch, los komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Moskito. Was ich sagen wollte, wir haben auch eine Quest von Cartmans Mutter bekommen. Die werden wir aber nicht machen, weil sie ganz allein mir gehört. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon & Friends-Film. Glückwunsch! Yay, ich krieg einen Film. Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Okay. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben, mehr gibt's nicht. Das Oh wollte ich auch nein! nicht. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst nur, weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Okay, jetzt haben wir noch Gadgetmeister, Assassine. Assassine. Psychiker. Cyborg. Assassine. Ich würde die Assassine nehmen. Eine Assassine. Ob du dafür cool genug bist? Auf jeden Fall, Alter. Und da gibt's auch bei den Raisins einer, der nur Bilder mit Assassinen macht, und da würde ich dann gerne mal hingehen. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Ja, bla bla bla. Sprich mir Einbrecher, doch mal über die Aliens, keine Vergangenheit, Ahnung, als du Donald noch ein Trump, Kind warst. Dad fickt Mom. Du konntest nicht schlafen. Ja, komm, Was das lag denn? überspringen wir, das kennen wir doch. Lululu, Dort sahst Spiegel. du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. So. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Ja, das kennen wir doch schon. Ach ja, ich bin jetzt ein Als Assassine, ich Assassine bin nicht. schärftest du deine Klingen, um das zu tun, was du am besten kannst: töten. Du verlorst keine Zeit. Ein Schnitt und dein nächstgelegener Feind vergoss Blut. Ich bin jetzt quasi wie Altair. Ich weiß den Nachnamen nicht. Kann ihn wahrscheinlich auch nicht aussprechen. Eben Oder tritt der Gegner seine Ezio. Komplizen zur Hilfe. Ach Hey, ja, das komm. Kalk hat ein Messer. Oh, Scheiße, ernsthaft? Trotz Blutverlust schwang der Eindringling sein Brecheisen nach dir. Du musstest in die Schatten zurückweichen. Hey, wo ist das kleine Arschloch hin? Verblüfft suchten die Schurken nach irgendeiner Spur von dir. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja, du hast dich verblute. leise für deinen nächsten Move rangeschlichen. Gut. Dein Wirbelschlitzer schleuderte Messer in alle Richtungen. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich diese Das ist für Attacke nehme, meinen weil einerseits Einbrecherkollegen! trifft sie viele, aber andererseits ist sie ziemlich schwach. So, der ist down. Dem Tode nahe stürzte sich der letzte Verbrecher blutrünstig auf dich. So, ultimativer Angriff, mal gucken, wie der so ist. Handeln oder sterben, du oder ihr? Bevor er dich sah, warst du schon wieder in den Schatten verschwunden. Das ist auch Der mächtig. Junge Mal ist schauen, ich so werde mich eine gleich Art erstmal anpassen. Super-Assassine. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Nö, ja, schon Wollten dir gut. die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Yay. Gut, dann.
Wo mache ich das nochmal? Ah, Kräfte. Dann passe ich dann erstmal meine Kräfte an hier. Du weißt Bescheid. Da packe ich das auf jeden Fall rein. Ja, das, der Rest bleibt so. Der Rest bleibt. So, Artefakte gucken wir dann auch mal. Haben wir eigentlich einen neuen Platz mal wieder frei? Leider nein, leider gar nicht. Aber Zeug, das uns stärker macht. Packen wir das mal rein. Und ich würde sagen, den Dreidel lassen wir auch mal drin. Da bleibt alles, wie es ist. Neue DNA. Nee, die wäre, glaube ich, nur... Die wäre, glaube ich, ein bisschen zu schwach. Was haben wir hier alles? Aha, aha. Gut, das bleibt dann so erstmal. Und dann gucken wir uns auch mal die Kostüme an. So, Kopfbedeckung. Langweilig. Nö. 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 Ah, Säures. Monokel. Nö, das bleibt alles so, wie es hier ist. Nö. Obwohl... ne, ich bleib bei dem, was wir haben. Gut, dann gehen wir mal raus und gucken, was unsere nächste Quest ist. Was müssen wir machen? Ich hoffe, Super Craig und Wonder Tweak bald wieder zusammenbringen. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz gut. Ach ja, Ladezeiten. Lade, lade, lade. Zeiten, Zeiten, Zeiten. Hey, hier ist Blitzfreak. Geht zum Spielplatz. Einer der Freedom Pals will was von uns. Komme ich da ein bisschen... Ich nehme einfach mal... Die Schnellreiseflagge, ich glaube, das wird am schnellsten gehen. Komm her, Blitzfreak, hol mich ab. Schnellste in der Stadt. Und dann hier hin. Oh, und wir können die Katze dann auch bei BKL abgeben, wenn wir schon mal da sind. So. Mich würde echt mal interessieren, wie viele Katzen ich finden muss. Ich habe hier zwei. Wie viele hat er? 3, 4, 5, 20, 77, 108. Keine Ahnung. Falsches Haus. Ah, da, wo wir die Verhaftung vorgenommen haben. Stimmt, da war ja was. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Nö, von deiner aber. Willst du sie sehen? Ich habe sie! Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Von Cartmans Mutter? Wow. Von Cartmans Mutter würde ich mir liebend gerne ansehen. Okay. Klatschen wir die mal kurz weg. Mit unserem Dream Team. Captain Diabelkech, Super Craig und Human Kite. Yeah. Kampf starten. Let's go. Gerechtigkeit von oben! Ich verlasse mich auf jeden Fall, Alter. So, da gehe ich erstmal rauf mit meinem Feuerbällen. Bam, bam, bam. Sehr gut, Wunderarsch. Dich mach ich fertig, Pussy. Mikroaggression. Mikroaggression, los! Direkt auf. Direkt in die Fresse! Ja, ich bin PC. Ja. Oh nö, das finde ich eklig. Dein Zug ist abgefahren, Arschloch. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Ja. Aua. Ohne zu zocken, Respekt. Ja, Mann. Ohne zu rösten, Respekt. So, Kettengebetes drauf da. Bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? So, der macht einen Lulu-Ballon. Ich bin drin. Okay. Und ja. Super. Ja, super Kite. Wir haben überhaupt keine Chance. Human Kite regelt dann mal auf eine Weise.
zeig ihnen, was du drauf hast! Ja, ich würde sagen, den friere ich dann mal ein. Das gibt garantiert eine Narbe. Und tut weh. Ich bin wieder da. Oh nö! Bitte keine Nasenscheide, meine Verkrümmung. Mal eine Frage, der wohnt doch an der Ostküste, am anderen Ende des Landes. Wer zahlt das immer, dass er so kurz herkommt, um wieder... um sich aufs Maul zu legen, um wieder zu gehen? Wer bezahlt das? Warte, der hat doch mal Geschäfte gemacht in einer Folge und war dann richtig erfolgreich, weil er investiert hat. So, Captain Diabetes. Bam. Sag mal, hast du zugenommen? Fühl den Zorn von Humankind! Bam. Meisterhafter Schuss, Humankind! Naja, ich ziel ja nur mit meinen Augen. So gesehen solltest du eigentlich nie dein Leben treffen. Dann werde ich egaler sein. Auf da. Die packen wir easy. So, ich bin dran. Brenn! Verreck! Und Kai taucht nochmal auf die Leiche. So, dann gehen wir mal zu Big Gay Earl. Oh. Post. Okay, kriegen wir irgendwie nicht kaputt. Schade. Ich vermisse immer noch ein paar von meinen Mizis. Der Held wird alter. So. Was ist das? Okay, die Schwester, okay. Okay. Eine Mizis finden, Schätzchen. Ich hab doch eine. Hallo. Du solltest nicht ruhen, bevor du all meine Kätzchen gefunden hast. Haben wir nicht schon Selfie gemacht? Okay, haben wir schon. Wir sind schon Freunde. Kannst du meine Kätzchen suchen? Ohne sie habe ich einfach überhaupt keine Lust auf gar nichts. Was würde ich bloß ohne meine kleinen Süßen? Ich hab doch eine gefunden neulich, hä? Was ist da los? Nicht gespeichert oder was? Traurig. Na gut, dann gehen wir mal zum Spielplatz. Mal gucken, wer da ist. Ich würde mal sagen Mysterion. Oder Stan? Stan vielleicht? Stan ist hier noch nicht aufgetaucht. So, Lululu. Oh, ein Superheld, ein Superheld! Ja, Mann, wollt ihr meine Kräfte sehen? Und ich verprügel Unschuldige und stehe als Guter da. Ja, Mann, ich bin Superheld. Einer der Freedom Pals will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Pals mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn, Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Toolshed, aka Stan. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du hier Hilfe brauchst, dann revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon? Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Mysterion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Humankind-Netflix-Serie zu starten, also... Timmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Moon and Friend sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Oh mein Gott, schon wieder Civil War. Okay. Gut, ich würde... Obwohl...
Ne, ich würde es mal so machen. Blitzfreak ist mir eindeutig sympathischer als Courtney. Und stärker als Humankind. Es gibt auf, bevor es peinlich wird. So, Runde. Einfach auf der Bombe. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Jetzt setzt's was. Ich will treffen. Verdammt. Das hast du verkackt, als du dich mit diesen Wichsern verbündet hast. Mikroaggression. Schlag ihn. Raucht er. Bang, voll in die Fresse. Kettendiabetes ist kampfbereit. Kettendiabetes. Timmy! Scheiße, ich wollte gerade überspringen. Oh nö, er manipuliert die Kindergartenkinder. Tja, müssen sie halt verprügeln. Ja! Das wird unschön. Ich schütze mal meine Eier. Ich habe die falsche Forts-Technik eingesetzt und auch noch verkackt dabei. Traurig. Okay, wenigstens ist Craig jetzt dran und Craig kann jetzt Craig-Sache machen. So sieht's aus, Pyjama Pals. Beeindruckend für einen Physik-Normalo. Jetzt bin ich dran. Der Typ, der sich nach Mutters Küchenutensilien benannt hat. Überaus beeindruckend, Tupperdose. Drauf auf den Chef. Wow, du gibst echt Gas. Auf deinen besten Bro. Richtig uncool. Richtig uncool, Jimbo. Oh nö, sie kesseln den behinderten Jungen ein. Dann müssen wir eingreifen. Ja. Ich glaube, das wäre... Entschuldigung, ganz optimal. So, er ist verlangsamt. Ist bereit. Oh nö, auf den anderen Bänder, Junge. Wie Hammer und Mark. Ich bin dran. Oh, Diabetes Lord, komm rein auf den Meter. So, direkt auf Stan. Super Schock. Sam. Im Namen der Gerechtigkeit. Der ist gleich down und die Kindergartenkinder treten ihn. Aber die kommen nicht an uns dran. Außer ein Supercrank. Oh, geschieht dir recht, weil du so ein blödes Furzgesicht bist. Keine bösen Wörter. Oh, nö, nicht auf Jimbo. Nicht auf Jimbo. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling. Die stehen übrigens alle perfekt für meinen Schnitzelangriff. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Nö. Alter, Mysterion in meinem Team, das wäre hart. Der haut ordentlich rein. Timmy. So, Rache. Und Super Craig. Das habe ich kaum gesehen. Super Craig hat ein kleines Kind geschlagen. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Blitzfreak ist in den Startlöchern. Blitzfreak, bitte lass mich auf den Platz, wo ich stehe. Das wäre. Wär Scheiße, cool. Gelaufen, Neuer. Danke. Gut, Ickebenz. Wir klatschen, Timme. Ich dachte, ich könnte damit alle gleichzeitig klatschen. Das wäre schön gewesen. Soll ich Pflaster aus der Apotheke holen? Ja, mach das mal. Wäre, glaube ich, vom Vorteil. Oh nö, der lebt noch. Aber für uns sieht das gerade echt gut aus. Ohne Anleitung. Pfoten weg von Super Craig! Gut, Kettendiabetes. Ein bisschen zu früh. Oh wow, habt ihr das gesehen, Leute? Du hast getroffen. Schaut alle her! Ich mach gleich was! Schaut alle her! Hab ich Pause? Oh, der ist tot. Oh, da hat er noch ein Leben. Ja, noch ein Leben.
Hier kommt Mysterio. Oh nö. Nicht mein Craig. Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Gut, und Craig. Na, töte mal. Stanley. Gute Nacht. Hier kommt Tupperdose. Oh nein, der Typ, der sich nach Mutters Küchenutensilien benannt hat. Du steckst voller Überraschung, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Jimbo, Verräter. Ouch. Verräter, mein Alter. Ich dachte, du wärst mal Boy. Okay, dann. Spielen wir mal auf Risiko. Es gibt natürlich die Chance, dass die Kleinkinder uns so platt machen, aber ey, Mysterion setzt sich immer aus. Enttäuschen. Kennen Sie ja bitte, fürchtet nichts! Hau rauf, Diabetes. Nichts, was ein Koma nicht beheben könnte. Er steht noch. Oh Gott. Dein Zug, nehmen wir uns mal eben. Danke. Ich bin richtig stark. Ich zeig's dir. Oh nö. Nicht Craig. Ja, nicht Craig. Mal Craig. Damn it, Jimmy. Und er ist down. Gut, er setzt aus. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. So geht's manchmal selbst den schnellsten. Ja. Bereit, Gas zu geben. Oh, wir haben ihn wieder auf unserer Seite. Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, auf da. Oh boy. Glückwunsch, Superfreunde. Gut, und ich gehe dann mal und mach Mysterion fertig. Der Civil War ist auf jeden Fall viel härter als der letzte. Und rauf da. Ziemlich cooler Move. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Oh, wir haben den Empathieverstärker. Und irgend so ein Kostümset. Kann ich nicht erkennen oder lesen. Tja. Ich sollte echt wirklich mal meine Brille tragen. Gut. Geschafft. Civil War Sieger. Oh ja. Jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja, mach klar. Ich. Ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Die sind DC, auf zu denen! Batman ist cooler! Leider als Regisseur. Ja gut. Oh. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. Und so schützt man Mikroaggressionen für sich. Kommt wieder in den Group Up. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Das sehen wir dann aber auch erst im nächsten Part. Also bleibt gespannt. Bis dahin. Haut rein und ciao.